willkommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit dem Thema kann er im Winter nicht draußen bleiben. Und zwar, man muss die im Winter reinnehmen, weil die ist nicht frostfest. Das heißt, beim ersten Frost stirbt sie ab. Das habe ich letztes Jahr traurigerweise feststellen dürfen, weil ich die Kana nicht rechtzeitig reingenommen hatte beim ersten Frost. Ich hatte auch keine Zeit, mich darum zu kümmern. Und dann war es schon passiert. Die waren alle kaputt. Dieses Jahr wollte ich es anders machen. Es sind jetzt schon kühle Temperaturen für die nächsten Tage angekündigt. Vielleicht war es ja bei euch auch schon kalt oder ihr wohnt irgendwo in der Alpenregion und da hat es dann auch schon geschneit. Und dann ist es allerhöchste Zeit, dass ihr die Rhizome aus dem Boden holt. Hier sehen wir eine Kana Indica. Eine von mittlerweile ungefähr 1000 verschiedenen, zumindest eingetragenen Sorten. Von den nicht eingetragenen Sorten weiß man natürlich nicht so viel. Es kann natürlich weit über 1000 Sorten geben. Die Kana Indica kann sehr groß werden, wie man hier sehen kann. Diese Pflanze ist jetzt ungefähr 1,60 groß. Der Größetrieb lag bei ca. 2 Meter, 2,20 Meter. Und es gibt Kana-Arten, die bis 5 Meter groß werden können. Natürlich von Jahr zu Jahr, je älter die Pflanze ist, umso mehr Höhe kann sie natürlich letztendlich irgendwo erreichen. Das ist natürlich dann genetisch irgendwo auch begrenzt. Allerdings sage ich mal, wenn man sich jetzt hier nach dem ersten Jahr dieses Rhizom anschaut, dann kann da im nächsten Jahr schon deutlich mehr passieren, weil die einfach mehr Energie hat. Wie gehe ich jetzt vor, wenn ich die Pflanzen überwintern möchte? Das ist im Prinzip ganz einfach. Wir sehen jetzt hier diese ganzen Stadien, wie ich es jetzt schon hier vorbereitet habe. Einmal natürlich die Pflanze mit den Sprossen. Wenn man jetzt die Pflanze überwintern will, ist wichtig, dass man den Spross abschneidet. Den benötigt die Kana zum Überwintern, also das Rhizom, nicht. Den kann man getrost abschneiden. Außer man hat einen Wintergarten, möchte die dann noch ein bisschen länger kultivieren, kann man es natürlich auch in den Wintergarten stellen. Aber spätestens dann, wenn der oberirdische Spross abstirbt, sollte man ihn abschneiden. Wenn wir soweit sind, dass wir alles abgeschnitten haben, kommen wir in dieses Stadium, wo wir praktisch nur noch den Wurzelballen und das Rhizom haben. Und diesen Wurzelballen, das ist jetzt eine einzige Pflanze, die aus solch einem Rhizom, wie man es kaufen kann, entstanden ist. Und wenn ihr wissen wollt, was für eine Dimension das Ganze annehmen kann, dieses Rhizom war das praktisch aus der Verpackung, als die Kana gekauft wurde. Und das ist das, was dieses Jahr dabei herausgekommen ist. Das ist schon, sage ich mal, immens. Und wenn man überlegt, wie viel Energie jetzt hier gespeichert ist für das nächste Jahr, kann man sich vorstellen, wie groß die Pflanzen dann im Jahr drauf werden. Beziehungsweise, wenn diese Kana dann noch größer ist, wie viel Potenzial da drin steckt. Wenn man sich das jetzt anschaut, dann erinnert das ja auch schon ganz stark, sage ich mal, an eine riesengroße Ingwerknolle, ein riesengroßes Ingwerrhizom. Und das ist gar nicht mal so weit entfernt, denn Kanas gehören zur Ordnung der Ingwerartigen. Bei dieser Ordnung bzw. in der Familie der Kanas zählen ca. 10 bis, man schätzt, 20 verschiedene Arten. Und das ist an sich eine relativ kleine, kompakte Familie. Und wie ich vorhin schon sagte, es gibt mittlerweile von Kana Indica ca. 1000 Sorten, die eingetragen sind. Und natürlich unbekannte Arten, das gibt es unzählige. Denn das Interessante ist, Kana hat sich mittlerweile oder ist mittlerweile verwildert anzutreffen als neotropische Pflanze. Sprich, die kann sich jetzt in der Natur, wo sie ohne großen Menscheneinfluss sich einfach wild kreuzt, natürlich zu unzähligen weiteren Arten weiterentwickeln. Ihr kennt ja das Motto Survival of the Fittest, also sprich, der Stärkste überlebt. Und so ist die Natur natürlich auch daran interessiert, neue Arten zu entwickeln. Und die werden dann nach und nach sich ausbreiten und so weiter und so fort. Genau, wenn wir jetzt hier diesen Rhizomballen haben, Wurzelballen haben, dann befreit man diesen von der Erde, soweit es geht. Kommt dann entweder je nach Größe und je nachdem, wie das konzipiert ist, ob das jetzt eng zusammengewachsen ist oder locker zusammengewachsen ist, hier auf so ein Gebilde. Oder wie ich schon zeigte, auf so ein Gebilde. Oder dann hier auf so ein bisschen kleineres. Der nächste Schritt ist, ihr stellt das Rhizom kühl, dunkel und natürlich frostfrei auf.
Ihr könnt vorher mit einer Wurzelbürste das Substrat entfernen oder wartet, bis das Ganze ein bisschen angetrocknet ist und schüttelt das dann ab oder bürstet es ab. Und dann könnte das Rhizom so überwintern. Zum Überwintern würde sich natürlich anbieten, wenn ihr das Ganze in Holzspäne packt oder in Sand packt oder in trockenes Kokossubstrat packt, sodass das Ganze einfach geschützt ist. Und dann im zeitigen Frühjahr, man sieht das auch, wenn es schon austreibt, muss man natürlich aufs Wetter aufpassen, kann man es entweder schon rausstellen, wenn es schon warm genug ist, oder stellt es eben an ein helles Fenster und dann ist das nächste Jahr schon mal gut vorbereitet. Und damit das Ganze noch ein bisschen informativ wird und wir noch ein bisschen in die Botanik gehen und noch in den Nutzen dieser Pflanze, schauen wir uns doch noch ein paar Basic-Informationen an. Ich nehme hier mal das Pikierholz. Auf Deutsch heißt Kana Blumenrohr, haben wir schon gesagt. Kana Blumenrohr ist der Gattungsname. Dann Kana gehört zu den Kanazeen, den Blumenrohrgewächsen. Und dann gehört es zur Ordnung der Ingwerartigen. Es gibt 10 bis etwa 20 verschiedene Arten in der Familie der Kanas. Und die können eine Höhe bis 5 Meter erreichen. Jetzt bei Kana Indica gibt es Zwergsorten, die werden nur höchstens 50 cm groß. Also das ist, sage ich mal, so die kleinste Größe, 50 cm bis 500 cm. Dann, das wissen wahrscheinlich nicht sehr viele, Kana, besonders das indische Blumenrohr, Kana Indica, kann auch als Nutzpflanze genutzt werden, nämlich wie Süßkartoffeln oder wie Topinambur. Oder sagen wir einfach, ganz einfach, wie Kartoffeln. Denn Kana Indica, Rhizome bzw. alle Kana Rhizome sind essbar und enthalten sehr viel Stärke. Wenn man die jetzt verwendet, muss man sie sehr, sehr lange kochen, weil sie sehr fasrig ist und eben diese Fasern sehr lange brauchen, bis sie dann so weich sind, dass man sie essen kann. Wozu werden die Kana Rhizome bzw. die Stärke noch weiter genutzt? Ihr kennt das sicherlich, wenn ihr zum Asiaten geht, habt ihr sicherlich schon mal die Glasnudeln gesehen. Genau, für die Herstellung von Glasnudeln wird auch die Stärke von Kana eingesetzt. Und in Asien, wer hätte das gedacht, wird auch Alkohol daraus gemacht, ein alkoholisches Getränk. Und ja, wird auch ein alkoholisches Getränk daraus gemacht. Und das waren so die wichtigsten Basics rund um Kana. Also überwintern, kühl, dunkel, frostfrei. Man kann sie essen, wenn man jetzt zu viele Kanas hat, dann kann man die wegfuttern. Und man kann sie natürlich selber kreuzen oder als Zierpflanze nutzen. Das war's zum Thema indisches Blumenrohr, Kana allgemein. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es runter in die Kommentare. Bis zum nächsten Beitrag und tschüss.